Das Wort hat jetzt der Abgeordnete Uwe Schummer. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, alle Jugendlichen, die können und wollen, erhalten einen Ausbildungsplatz. Das war die Ausbildungsgarantie der Bundesregierung. Fakt ist, nach den aktuellen Zahlen der Bundesregierung, Gerhard Schröder hat diese Aussage getroffen, gemeinsam mit den Arbeitgebern und den Gewerkschaften. Fakt ist, dass bis heute fast 30.000 Schulabgänger aus dem laufenden Ausbildungsjahr noch nicht versorgt sind. Das Bundesinstitut für berufliche Bildung berechnet die latente Nachfrage nach einer Ausbildungsstelle auf etwa 70.000. Das heißt, Sie haben Ihre Ausbildungsgarantie gebrochen. Allein der Abwärtstrend der Ausbildungsplätze bleibt ungebrochen. Und die Ausbildungslücke für das neue Ausbildungsjahr wird von Monat zu Monat größer. So berechnete die Bundesanstalt für Arbeit die Ausbildungslücke im Ausbildungsjahr, das im September beginnen wird, im Januar noch bei 90.000. Bei den Februarzahlen der Bundesanstalt für Arbeit wurde sie bereits auf 120.000 geschätzt und bei den aktuellen Zahlen heute bereits auf 150.000. Das heißt, die Dramatik der Ausbildungssituation nimmt von Monat zu Monat zu. Und Frau Ministerin Bullmann, wenn Sie dann von spürbaren Erfolgen Ihrer Politik reden, dann halten Sie Gerhard Schröder für einen guten Kanzler. Wir nähern uns offenkundig einer Ausbildungskatastrophe und allein der Abbau der Ausbildungsplätze beschleunigt sich. Im letzten Jahr waren es 7% weniger, in diesem Jahr werden es etwa 14% weniger Ausbildungsplätze sein. Allein die Nachfrage nimmt weiter zu. Wir haben 580.000 junge Arbeitslose bis 25 Jahre. Das ist Schröders Ohrfeige für die Zukunftschancen junger Menschen. Wir haben eine Erosion der dualen beruflichen Bildung. Wir haben heute mehr Schulabgänger in Ersatzmaßnahmen als in betrieblichen Ausbildungsplätzen. Und das Verfassungsziel einer freien Berufswahl ist in weiter Ferne gerückt durch Ihre Politik. Qualifizierte und motivierte Arbeitnehmer sind der wichtigste Standort Deutschlands im globalen Wettbewerb. Die Ausbildungszahlen sind auch ein Spiegelbild der wirtschaftlichen Zukunft unseres Landes. Wer keine Zukunft mehr sieht, wer als Betrieb um sein Überleben kämpft, hat nicht die Möglichkeit, andere Existenzen zu retten. Und Betriebe werden erst dann einstellen, Auszubildende, wenn sie auch für die nächsten 3 Jahre vernünftige Auftragslage, vernünftige Investitionssummen und Gewinne haben. 40.000 Insolvenzen. Dahinter verbergen sich über 400.000 Arbeitsplätze und über 40.000 Ausbildungsplätze, die so vernichtet werden durch Ihre Finanzpolitik. Und dies stimmt in der Tat. Der Schlüssel auch zur Lösung der Ausbildungsmisere liegt auch bei Eiche, liegt in der Steuerpolitik, in der Finanzpolitik, in der Wirtschaftspolitik. Und wenn Sie die Betriebe fragen, ohne eine anständige Analyse wird Ihre Therapie immer verkehrt sein. Und deshalb helfen solche Zahlen, damit Sie endlich auf den richtigen Weg kommen. Bei einer Befragung, warum Betriebe nicht ausbilden, gab es zwei zentrale Gründe, zwei zentrale Argumente. Erstens, kein Personalbedarf, dazu wenig Aufträge. Zweitens, zu hohe Kosten für die Ausbildung. Das heißt, wenn Sie an der Kostenfrage ansetzen, wenn Sie auch in der Zukunftsfrage ansetzen, dann werden Sie auch wieder Betriebe haben, die bereit und die Möglichkeit haben, Ausbildungsplätze bereitzustellen. Lassen Sie uns doch gemeinsam an die Tarifparteien appellieren, Politik als auch Gewerkschaften, als auch Arbeitgeber, dass wir sagen, in den nächsten 3 Jahren die Ausbildungsvergütungen einzufrieren. Und dann von dem Geld, das die Unternehmen sparen, zusätzliche Ausbildungsplätze bereitzustellen. Da gibt es sehr kreative Tarifverträge in der Chemie, sehr interessante Tarif- und Betriebsvereinbarungen, die wir nutzen sollten, wenn denn die Politik vernünftig mit einem Bündnis für Arbeit voranmarschieren würde und nicht das Bündnis für Arbeit gegen die Wand gesetzt hätte. Was ist denn Ihr Konzept? Kapital für Ausbildung. Ich habe mir mal die Zahlen geben lassen, wie Ihr Konzept Kapital für Arbeit derzeit läuft. Nach dem Stand vom 28. März teilt die Kreditanstalt für Wiederaufbau mit, dass insgesamt bundesweit 648 Arbeitsplätze geschaffen wurden und dafür mussten 190 Millionen Euro mobilisiert werden. Eine solche Nebelkerze gibt es kein zweites Mal in Deutschland. Es geht nicht um Kredite, es geht um Aufträge für die Wirtschaft, um Zukunft und um den richtigen Rahmen, den Sie politisch setzen müssen. Der Mittelstand stellt 80% der Ausbildungsplätze.
Als eine große weitere Maßnahme, wie Sie den Mittelstand, wie Sie das Handwerk fördern wollen, kündigt Herr Clement an, Existenzgründer 4 Jahre von Kammerbeiträgen zu entlassen. Ich habe mal nachgefragt, was das bringen würde bei der Industrie- und Handelskammer des Mittleren Niederrheines. 5 Euro im Monat, 60 Euro im Jahr. Mit solchen Nebelkerzen schaffen Sie weder Ausbildungsplätze noch Zukunft für unsere Wirtschaft. Solange Sie in der Steuerpolitik die Grenzen der Belastbarkeit kleiner und mittlerer Unternehmen testen, solange zerstören Sie jede Ausbildungsmotivation. Sie lösen kein Problem, Sie sind das Problem. Die Bundesanstalt für Arbeit rechnet vor, dass 1% weniger Lohnnebenkosten, 1% weniger Sozialversicherungsbeiträge dazu führen, dass etwa 80.000 bis 100.000 zusätzliche Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen werden. Das wäre der richtige Weg, um auch wieder Zukunft für junge Menschen und für die Wirtschaft zu erreichen. Ihr Jump-Programm, das Sie heute so abfeiern, hat nur eine Wirkung, die Sie selber bestätigt haben aufgrund einer parlamentarischen Anfrage. Nur 30% der jungen Menschen, nur 30% gehen anschließend in eine reguläre Beschäftigung. Sie haben selbst für die Träger der Weiterbildung als Qualitätsstandard mitgegeben, dass eine überbetriebliche Ausbildung nur dann Sinn macht, wenn die Chance für den Arbeitnehmer besteht, der ausgebildet wird, zu 70%, dass er aus der Arbeitslosigkeit hinauskommt. Wenn Sie Ihre eigenen Qualitätsstandards nach den Hartz-Gesetzen auf JUMP übertragen würden, dann ist JUMP hoffnungslos gescheitert. Und es wäre sinnvoll, diese Gelder umzulenken in eine direkte Unterstützung von Ausbildungsbetrieben, indem man sagt, entweder wir binden es zusammen, das Niveau, mit dem Niveau Ihrer Zwischenrufe können Sie unterm Teppich laufen, ohne Wellen zu schlagen. Gestatten Sie denn eine Zwischenfrage, Herr Kollege? Ja. Bitte. Bewusst ist, dass gerade durch JUMP Kinder also beziehungsweise Jugendliche erreicht werden, die sonst überhaupt keine Chance gehabt hätten, eine Stelle zu finden. Ist Ihnen das eigentlich bewusst? Und wenn Sie das in Relation setzen mit den Erfolgen, die JUMP hat, könnten Sie dann vielleicht auch andere Konsequenzen daraus ziehen? Ich denke, Sie kennen auch Briefe von regionalen Arbeitsämtern, nach denen derzeit aufgrund der Irritationen sämtliche Maßnahmen zur Berufsvorbereitung, gerade für diese Zielgruppe, eingespart werden, in denen die Träger, die solche Maßnahmen und Zielgruppen unterstützen, völlig irritiert sind, weil sie nicht mehr wissen, ob sie entsprechende Kurse anbieten können. Und von daher könnte ich nur empfehlen, diese Mittel entweder einzusetzen, indem man gemeinsam mit anderen Mitteln mehr Ausbildungsplätze anreizt und das heißt, die Sozialversicherungskosten absenkt. Oder eine zweite Möglichkeit wäre, dass man gezielt Ausbildungsbetriebe entlastet, indem man anteilig Sozialversicherungsbeiträge von Ausbildungsbetrieben für Auszubildende übernimmt. Aber auf der anderen Seite, JUMP, die 1 Milliarde, hat nichts damit zu tun, was Sie bei der Berufsvorbereitung derzeit zusammenstreichen. Und da müssen Sie mehr Geld hinlenken, dann geht es auch den Jugendlichen besser. Herr Clement sagte am 30. Januar bei seiner Regierungserklärung, dass 51% der Betriebe in den neuen Bundesländern und 44% der Betriebe in den alten Bundesländern überhaupt nicht ausbildungsberechtigt sind. Das heißt, die Mehrzahl der Ausbildungsbetriebe dürfen offenkundig derzeit nicht ausbilden. Ich habe eine Anfrage ans Bildungsministerium gestellt, ob diese Zahlen so stimmen, die Herr Clement sagt. Da war die Antwort von Herrn Staatssekretär Macchi: Wir können diese Zahlen weder bestätigen noch dementieren. Also Fakt ist, zur Ausbildungsmisere kommt eine Informationsmisere. Sie haben nicht mal eine klare Datenlage zwischen dem Arbeits- und Wirtschaftsministerium und dem Bildungsministerium. Da müssen Sie anfangen, damit Ihre Therapie vernünftig ist. Lassen Sie uns überlegen, dass wir verstärkt auch Stufenausbildungen möglich machen. Es gibt beim Verkäuferberuf hin zum Kaufmann in der Frage auch von theoriegeminderten 2-jährigen Berufen, die aber keine Sackgasse sind, sondern auf denen man weiter aufbauen kann. Gibt es hervorragende Bilder, die entwickelt wurden, die aber noch blockiert werden von den Sozialpartnern. Ich habe hier 100 Ausbildungsberufe der Handelskammer Hamburg, die alle
neue Beschäftigung schaffen würden, aber die derzeit blockiert würden und die ganz konkret Ausbildungsstellen anreizen würden. Wenn Sie da schneller wären und weiterkämen, dann hätten wir auch mehr Chancen für junge Menschen. Unser Antrag ist kein Gesetz, er ist ein Gesprächsangebot. Nachdem Ihr Bündnis für Arbeit gescheitert ist, lassen Sie uns bei aller Kritik aber doch hier im Parlament ein Bündnis für Ausbildung schaffen. Auch überparteilich sind wir dazu bereit. Aber ändern Sie Ihren Kurs, bitte. Jetzt hat der Abgeordnete Hans-Werner Bertel das Wort.